Im letzten Video zum Thema Gewindeschneiden haben wir uns mal einen Gewindebohrersatz genauer angesehen. Das ist aber nicht die einzige Möglichkeit, um ein Gewinde zu schneiden. Im folgenden kurzen Video möchten wir dir nun den Einsatz eines sogenannten Maschinengewindebohrers vorstellen. Für unser Anwendungsbeispiel sollen zwei unterschiedlich lange, 5 mm starke Flachstähle mit einem M6-Gewinde zusammengeschraubt werden und später als Winkelmaß fungieren. Um Verletzungen durch Splitter oder Ähnliches zu vermeiden, sollte auf persönliche Schutzausrüstung nicht verzichtet werden. Des Weiteren empfehlen wir die Verwendung von Schneidölspray, damit Kernlochbohrer und Gewindebohrer nicht zu stark beansprucht werden. Im ersten Schritt markieren wir die zu bohrende Stelle mit Hilfe einer Reißnadel und einem Eisenlineal. Gleitet man jetzt mit einem Körner über das geritzte Kreuz, sollte dieser wie von selbst im Schnittpunkt der beiden Markierungen einrasten. Nur noch ein einzelner fester Schlag mit dem Hammer und fertig ist das Ankörnern. Den Vorgang wiederholen wir natürlich auch am anderen Werkstück. Jetzt folgt auch schon das Bohren. Am kürzeren Flachstahl soll ein 6 mm Loch und am längeren ein 5 mm Loch für das Gewinde entstehen. Wie groß das Kernloch für das Gewinde sein muss, lässt sich in sogenannten Kernlochtabellen ablesen. Wir beginnen mit dem längeren der beiden Werkstücke und befestigen es in einer Haltevorrichtung. Danach spannen wir einen 5 mm Metallbohrer ein und senken den Bohrer langsam in Richtung der erstellten Kerbe ab. Sobald der Bohrer das Werkstück berührt, sollte sich dieser in der Kerbe zentrieren. Dabei nässen wir die Stelle mit dem Schneidölspray. Ist das erste Loch gebohrt, wechseln wir zu einem 6 mm Bohrer und wiederholen die Arbeitsschritte auch am kürzeren Flachstahl. Anschließend werden die beiden Löcher beidseitig mit einem Kegelsenker entgratet. Der Außendurchmesser sollte dabei um ca. 10% größer sein als der Durchmesser der Bohrung. Zeit für das Gewinde. Wir befestigen das Werkstück mit dem 5 mm Loch in einer Werkbank und spannen den Maschinengewindeschneider in den Werkzeughalter, das Windeisen, ein. Dann versehen wir die Spitze mit etwas Schneidöl und setzen das Gerät möglichst gerade an der Durchgangsbohrung an. Sobald der Gewindebohrer zu greifen beginnt, sprühen wir wieder etwas Schneidöl auf die Bohrstelle. Langsam, aber sicher bewegt sich der Bohrer nach unten und schon bald ist er vollständig eingedreht. Jetzt nur noch wieder herausdrehen und es ist geschafft. Das Gewinde wäre fertiggestellt. Der Versuch mit einer Schraube zeigt, die Gewindegänge sind korrekt. Abschließend bauen wir unser neues Winkelmaß noch fertig zusammen und schon sind die Arbeiten für heute erledigt. Hat dir das Video gefallen, freuen wir uns auch über deinen Besuch auf unserer Website. Und nicht vergessen, Daibok abonnieren. Viele spannende Projekte warten auf dich.